Heute wird es schleimig. Digga, war das gerade. Gibt's Blitze in Minecraft? Komm, 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 folg mir, folg mir, folg mir! Nein, ich will nicht mehr! Ich dann mein speziell auch Nein! Hey! Quarz und so ein Zeug. Ach, jetzt ist dann aber auch wirklich mal gut. Ach so, und falls ihr nicht wisst, worum es geht, könnt ihr euch gerne die letzte Folge anschauen. Es wird gejagt. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. In der heutigen Herausforderung wird gejagt, stufenweise. Ihr müsst ausgewählte Mobs killen und erhaltet pro Kill einen Mob-Point. Um eine weitere Stufe freizuschalten, muss die vorherige Stufe abgeschlossen sein. Du kannst jedoch weitere Mobs für vorherige Stufen töten. Okay, wir haben Enderdrache, Blaze, Ghast, Phantom, Enderman, Slime, Skeleton, Creeper und Pig. Was haben wir hier? Dorfbesichtigung. Alles wie neu. 6 Tage sind vergangen und ihr habt euch im Dorf eingenistet. Ab morgen werdet... Alles klar, what's up? Ab morgen werdet ihr diese Welt nicht mehr betreten, also bringt das alles nochmal auf Vordermann. Steh, wie viel kostet deine Wohnung? Sag doch. Ich jetzt? Sag doch. Ja. Sag doch. Ja, wo ist das Problem? Sag, wieso sagst du nicht, Könnte man eine schnelle Enderman-Farm machen? Safe, oder? Warte, ich guck mir mal kurz an, Video. Stimmt, die bei Crafting ist immer super simpel. Also ich glaube 45 Minuten, die steht. Sind Pigments dabei? Ne, oder? Ne. Wäre auch lustig. Nee, Pigments wäre schwieriger. Echt? Ich glaube als Farm ist die nicht so leicht. Naja, kann sein. Aber also, ihr dürft nicht vergessen, Enderman Farm ist ja so geil effizient, weil du dich ja einfach wegbaust. Du musst einfach ja nur recht weit weg von der Startinsel und dann rastet der Spawner ja komplett aus, glaube ich. Du brauchst ja noch irgendeinen Mob. Funktioniert das dann so? Unter anderem. Ist es eine Endermite. Endermite? Genau, hätte ich auch gedacht. Oh nee, da brauchen wir Enderperlen. Naja, wir killen ja aber auch Endermänner, also. Ich hab Angst vor dem Ding. Nee. Es geht los! Ja. Vete, hast du im Kopf, wie man so ein Ding bauen würde? Weil ich hätte schon. Ja. Wir können ja Freeze sein. Schau mal, allein die Plattform. Die macht man ein paar Blöcke weit entfernt. Ja, nein, es kommt ja nur auf die Höhe eigentlich an, damit die so One-Hit sind, oder? So, Vete, wir brauchen Laub, Nametag, Minecart, Carpet, Hopper, Chestblöcke, aber Hopper und so brauchen wir ja nicht. Ja, ich geh mal die Zeit schnell ab. Oh, mir hat einer so eine Itemliste gescreenshottet. Dankeschön. Nice. Das ist gut. Dann kann ich, nutze ich das später. Also wenn man so Spielzeit jetzt, by the way, für die Zuschauer mal erhöht, indem wir 60 Diamanten und 60 Minecraft-Uhren eingetradet haben. Ganz kurze Frage, was für Verzauberung brauchen wir alles? Nochmal? Weil ich kann es reinschreiben, Mom. Das war nicht alles. Infinity und Punch 5. Du kannst, ja. Also ja. Das ist jetzt alles okay. Infinity habe ich schon mal theoretisch. Ja, dann lock einfach mal Infinity. Wen reset ich? Also auch, habt ihr noch ein Dings? Noch ein Bücherregal? Also, Lektor? Ja, ich kann's dir hier rüberwerfen. Guck mal runter, bist du runter? Da steht, glaube ich, eins. Warte. Hab's vor dem Bett, dort wo ich stehe. Weißt du, wo ich stehe? Bin bei... Dort hab ich... Ah, da, ja. Dort soll es liegen. Hier. Ihn kann ich dann nehmen, oder? Ja. Ich bekomme gar nichts hier. Dürfen nicht vergessen, in der letzten Stunde wird keine Effizienz- und Kreativaufgabe gezählt, ne? Doch, dachte ich. Nein, natürlich nicht. Hey, wollen wir das dann nicht am Ende machen? Steht da nicht irgendwas mit Effizienz? Ja, das mit Kreativität? Noch? Nein, beides zählt nicht rein. Das ist nur für PvP-Vorbereitung. Ja, dann lass doch am Ende dingsen, oder? Naja, schon. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ihr jetzt nur so lange, bis ich jetzt zurückkomme. Aber ich brauche, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Blazes ich habe. Es wird nicht parallel gezählt. Ich brauche noch kurz. Aber nee, dann Abbruch, Veto, dann nutzen wir die Zeit später. Abbruch, ja, Abbruch. Ja, nur Effizienz endet um 20 Uhr. Schaut also alle Abbruch, alle. Ja, dann macht Stegi. Stegi, willst du Kreativität machen in der Zeit? Wie gesagt, Kreativität geht auch später noch, ne? Ja, Kreativität soll wohl auch noch später gehen. Ach, nur Effizienz. Ach so. Ja, hab ich nicht gewusst. Ja, ne, Veto, dann ballern wir aber Dings. Was denn jetzt? Ja, jetzt Effizienz. Ja, dann das. Dirt, Veto, wir müssen Dirt folgen. Okay. Habt ihr Raketen? Ich brauch Raketen dann dafür, bitte. Wir können nicht organisieren gerade, weil, na. Hast du die Leaves, Veto? Ja. Hast du viele Blöcke noch? Ja. Brauchst du den weitesten Punkt von der Insel? Und da lässt du dann Wasser runter. Ja, lass gleich hier lang. Ich hab kein Wasser. Also, wieso Wasser?
Wieso Wasser? Also, auf welche Höhe gehen wir? Nein, nein, wir müssen nur runter. Wir müssen ganz runter. Und. Ja, damit wir da unten Blöcke platzieren können. 2 Stacks? Ja, ich habe 3 Stacks. Lass Wasser runter und dann machen wir so Sky Wars-mäßig. Ja, mach du Wasser, ich hab keins. Okay, und jetzt an der Seite Sky Wars. Ja, so tief wie es geht. Ja, das ist so. Ja, das ist risky, ich weiß. Aber. Wenn es nicht anders geht, eigentlich braucht man dafür Lava, aber ich hab jetzt. Ja, glaubt ihr, dass das funktionieren wird, was ihr macht? Ja, safe. Boah, Jungs, ich bin, ey, ohne Mist, ich hab keine Raketen, muss auf richtig Krampf zurück zum Portal und so, das ist richtig, richtig schlecht. Ich spiel ineffizient. Okay, Veto, jetzt 2 Stacks darüber bauen. Ja, 9, merkt immer 9. 9. Wie weit hoch? Bis 44, aber mach einfach so wie ich, wir können es ja. So, fertig. Ja, ich muss hier gerade feine Arbeit machen. An Endermite will despawn within 2 minutes, unless it, if it is, ihr braucht Nametag, Jungs. Okay, Veto, dann... Im Boot? Kann man das ins Boot stellen? Das ist halt schon ein Minecart, ich weiß nicht. Veto, dann geh du zurück. Ja, soll ich noch was mitbringen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also nur, was du halt denkst. Vielleicht Teppiche. Aber muss nicht. Die Farm steht, ihr könnt mich alle mal! Die Eisenhelme sind wo? Ganz in der Ecke und in der Farm. Und auch Schuhe. Oder irgendwo liegen auch noch die Helme. Guck mal hier, 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 hier. War, weiß ich nicht. Wenn die nicht mehr da sind, dann... Nee, da waren noch welche, ja. Wir können anscheinend durchs Portal einfach und dann direkt wieder raus und dann kommen wir am Spawn wieder raus. Also müssen wir nicht fliegen. Okay. Okay. Stego, bist du? Hier, rechts von dir. Dankeschön. Ah ja, wie viele Totems haben die gegeben von? Nein, nur eins. Jeder Raid bringt nur ein Totem. Wie viel hast denn du Gunpowder, Norris? 9. Geht jetzt erst los. Ich würde mir so einen Bogen holen zum Farmen, Basti. Ja, du kannst dir den da, du kannst dir einen rausnehmen. Wert in die Offhand oder Bogen in die Offhand? Bogen in die Offhand. Mit der ist eure Inventare nicht übertragen werden. Also ich kann jetzt noch mit einer Eisenachs bisschen Holz farmen. Nee, ich glaube... Also ansonsten gibt's halt nichts zu tun. Ihr könnt an sich nochmal einfach in den Kisten nochmal überlegen und angucken, ob wir erstmal insofern genug haben. Da könnt ihr einfach nochmal... Ich meine, dass der Elytra weg ist. Ja, ich weiß ja auch gar nicht, warum... Also, wo war die denn in der Kiste die ganze Zeit heute? Wieso sie war oder wo sie war? Ja, wieso? Also, weil ich dir alle Raketen gegeben hatte, die ich habe. Und ich habe ja eh die ganze Zeit nur in meiner Base gebaut. In der Base gebaut, weißt du? Ja. Und dann dachte ich ja, dann bevor ich die Waste oder so kaputt geht, irgendwie verliere oder so, oder ich nehme ich mir mein Dings Harnisch. Aber dafür haben wir Creative heute nochmal gewonnen. Hoffentlich. Und Effizienz hoffentlich. GG. Oh, die haben genutzt. Ich habe meine Rüstung nicht ausgezogen, meine letzte, aber die ist... Nein. Ja, moin. War eh dasselbe, das war dumm. Mit Obi. Das wird die Mitte erstmal replaced. Das stimmt denn? Ich hab schon einen Namen, glaube ich, gesehen. Ja, guck mal, Farbe schon da. Digga, was? Hast du den Core gefunden? Nein, ich hab den Core gefunden. Der ist oben, yikes. Ey, gehst du mal den anderen? Ich guck mal ganz kurz, was die hier bei uns machen. Die kommen hier direkt rüber, warte. Veto, schaffst du das, die einfach nur abzufangen? Also Heiko ist auch da, musst du aufpassen. Also, weil, wenn die jetzt hier fighten, wird halt richtig chillig für mich. Ja, nein, das. Oh fuck. Ja, ich bin so tot, ne? Warte, ich hab hier. Ich bin so tot. Tot. Nein! Hast du meinen Stuff? Ja, ja. Ich lauf direkt zu dir. Welcher Korb wird abgebaut? Der Frontkorb. Achso, das ist in dem Haus oder was? Und die Gaffabo ist ja auch noch direkt da. Kammer. Nee, Veni. Ich flieg schon. Der Fahrt scheiße. Digga, wir müssen sofort rüberfliegen einfach. Ja, wir müssen pushen. Wir müssen pushen. Ich bleib bei uns. Oh nein, haben wir noch eine Elytra?
Ja, ich, du kannst meine, nein, meine nehmen, weil ich bleib hier. Ja, bis ich aber Spitzhacke und alles finde, nimm lieber du zur Not. Bei mir ist wenig. What the fuck, ey? Ja, wo sind die fucking Cores da drin? Er baut die Core ab. Augen. Ja, wirklich. Nee, keine Chance. Ihr müsst pushen. Keine Chance, der hat auch den Core. Ich könnte beide holen. Okay, Tag 1 war ja die Filmszene. Dann können wir uns ja jetzt erstmal das Ergebnis anzeigen lassen und dann kann ja Brot jetzt nochmal begründen, was er zu den jeweiligen zu sagen hat. Dementsprechend, ich bin gespannt, wer den ersten Kreativpunkt bekommt. Wo steht das Ergebnis? Also, für mich hat an dem Tag gewonnen Team 3. Also, hä? Kreativität Tag 2, ihr könnt euch daran erinnern, wir hatten einen großen Steinklotz und es musste eben ja abgebaut werden. Welches bleibt übrig? Welches übrig bleibt, hat gewonnen. Dementsprechend, Banco, ist dein Auftritt. Der Fiend. Mit 2 Punkten holen sich. Juhu! Oh, oh, Digga! Oh, der Tintenfisch! Der Delfin! Letzte Woche. Ja, die Nummer 3. Oh, genau, ja, Digga. Oh, das ist eindeutig. Dann erzählt mal, Jungs. Ja, das haben wir safe gewonnen. Dann würde ich sagen, Banco, wenn du ready bist, kannst du gerne entfernen, wer verloren hat, beziehungsweise den Gewinner stehen lassen. Weg, Alter. Oh. Ja, was hast du alles auf deinem Tisch? Ey! Wieso ist denn uns das jetzt weg? Wir gucken, wie es weitergeht. Wir gucken uns aber auf jeden Fall an, welches Team den 4. Punkt in der Kreativitätskategorie geholt hat. Ist aber nicht böse, ich mache keinen Trommelwirbel. Banco, du darfst entferne oder lass den Gewinner stehen. Der 4. Punkt geht an. Alright, okay, dann kommen wir zum nächsten Tag, denke ich mal. Denn der nächste Tag. Excuse me. Warte, welches ist unseres? Banco, bist du ready? Der Gewinner ist. Lecker Schmecker. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum vorletzten Tag. Und ja, also das ist safe, glaube ich. Wer da wohl gewinnt? Ich würde sagen, Banco, lass den Gewinner stehen. Ich schau weg. Felix hat noch gar nichts gesagt dazu. Felix, genau. Oh. Was soll er dazu sagen? Ja, wir können dementsprechend gerne rüber switchen zum letzten Tag. Das ist schon sehr ähnlich. Das ist so heftig. Alter, das ist so crazy. Krass, what the fuck? Habt ihr überhaupt was geändert? Okay, dann würde ich sagen, der Gewinner vom letzten Kreativthema ist... Boah! Oh, was, Banco? Oh mein Gott, Alter! Lecky, sorry! Nice! Digga! Boah, Mann, Alter! Michael Schmidt ab, geil! Next Frame! Damit können wir festhalten, dass der Endstand für Kreativität 5-2 ist für Team Nummer 1. Damit ist es der Ausgleich, der in der Gesamtwertung aktuell 1-1 steht. Aber der ein oder andere weiß, dass wir noch einen offenen Gesamtpunkt haben, und zwar in der Effizienzkategorie, und dort werden wir uns jetzt auch austauschen, beziehungsweise die jeweiligen Ergebnisse revealen. Okay, seid ihr bereit? Banco, bist du bereit? Ich kann nicht ETF, Alter. Ich kann nicht. Was dauert das so lang? GHG! Ja! Stopp! Was? Hä? Was? Achso, das ist der Wert, wie viele Punkte wir gesammelt haben. Aua. Digga, ist das jetzt unsatisfying? 2000! Oh, 5000! Achso, das ist noch nicht aufgelöst! Nein! Fuck! Nein! Oh Gott! Oh, no, man. Oh Gott! Ja! Bin gespannt, Freunde. Wer hat wohl gewonnen in Tag 2? Danny, was machst du mit dem Geld? Was für Differenz? Wir haben verloren. Sind das jetzt? Also ist das der Unterschied? Nein, ist der Unterschied zwischen uns beiden, sag ich. 6000 Blöcke Unterschied. Der weiß nicht, was das heißt. What? Ja. Oh, Maschallah. Okay. Jawohl, Team Blau, wir sind Team Blau schon öffentlich. Gut, also, das war der Ausgleich 1-1 vom Freitag. Dann springen wir weiter, würde ich sagen, auf den 16. Das ist der Samstag letzter Woche. Und da war die Aufgabe... Advancement Race, ja. Differenz. Die Differenz wieder. Ja, von wie vielen geschafften wahrscheinlich? Eines hier eins. Ihr seid so schlimm. Memo! Oh mein Gott! Ja. Mein Play, Digga! Memo! 2-1 aktuell, Führung wieder für Team Nummer 2. Führung! Dementsprechend ist es jetzt sehr entspannt. Sehr interessant, was sich an Tag 4 am Sonntag abgezeichnet hat. Oder? Dort hatten wir die Aufgabe Ore Race, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir haben am letzten Tag noch ein Stack Kohleblöcke bei uns in der Chess gefunden. Ja!
Ach, Mann. Die Überstellung. Uiuiui. Jungs. Oh, Digga. Was hast du gemacht von Banco? Ohne Scheiß, das ist geil. Ja, das ist echt geil. Ja. Bin sehr gespannt. Beides ist fünfstellig auf jeden Fall. Vielleicht steht vorne auch eine Null bei jemandem. Ui. Ui. Ui, Mimbo. Sind wir rechts? No! Ja, das weiß man nicht. Ja. Achso. Oh Gott. Okay, Alter, aber Banco hat das Banco. Was? Mir fällt gleich mein Fuß ab. Junge. Komm. 15. Jetzt wird's. Oh, was? What? Ja! Nein. Let's go! Oh Gott! Junge! Oh Gott! Junge! Bitte! Aber geil gemacht. Ich zieh mir gleich die Haare raus, ich hab gleich eine zweite Glatze. Und der Gewinner ist... Oh, was? Oh, holy shit. Okay, Banco, dann hau mal raus. Oh, es bleibt spannend, Freunde, es bleibt spannend. Nein, es bleibt nicht spannend. Hab doch ich glaube, das zu sagen. Das haben wir verloren. Das Ding ist, wir hatten ja schon eine kleine Vorahnung bei Kreativität, ne? Also ja, das ist. Habt das ihr Sync-Touch oder Fortune gemacht? Oh, true, das ist interesting. Sind es Blöcke, ja, ne? Nein, Fabo. Fliegen, oder? Ja. Junge, wie hoch denn noch? Ja. Jungs, gut nach, wir haben morgen. Danny kriegt schon einen Herzinfarkt. Ja, oh! Nein, das ist die ersten sind immer ihr, oder nicht? Oh mein Gott. Egal. Ja, krass. Yeah. Yo! GG! Also damit können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, Vorentscheidung 4-2 für Team Nummer 2. Damit geht auf jeden Fall schon garantiert der Effizienzpunkt auch an das Team von Veni, beziehungsweise Team 2. Damit ist das gesamte Tournament, kann man jetzt schon mal vorneweg sagen, 2-1 ausgegangen für Team Nummer 2. Damit auch erstmal Gratulation zum Gewinn der ersten Minecraft Week.